Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, jetzt sind wir eigentlich quasi schon durch mit den Grundlagen und das wird wahrscheinlich auch das letzte Video zu den Grundlagen an sich sein. Danach machen wir fortgeschritteneres Zeugs, also noch fortgeschrittener wie Mehrfachvererbung und das, was wir heute tun. Und ich hoffe, ihr freut euch da alle drauf. Aber jetzt geht's erstmal zum letzten Teil und zwar Exceptions. Exceptions sollte man kennen, denn das sind sozusagen die Fehler, die entweder ihr oder Python euch um die Ohren haut. Und Python hat da so ein paar Möglichkeiten, aber ihr solltet wissen, Exceptions sind eigentlich immer Klassen. Und manchmal, also ein paar Unterklassen hat natürlich Python selbst, wenn es irgendwelche Exceptions werfen muss, zum Beispiel Null Pointer oder sowas sind Exceptions. Und die sind alle auch Unterklassen von Exception selbst. Und ja, ich werde jetzt hier einfach mal das hier alles löschen. Das brauchen wir nicht mehr. Zumindest vorerst, ich werde es nachher wieder reintun. Und dann werden wir hier einfach diese Klasse nicht unbedingt Hund, sondern einfach von Exception erben lassen. Denn das ist die oberste Exception-Klasse sozusagen. Und mit der könnt ihr von Exception einfach erben. So, und jetzt brauchen wir hier eigentlich nichts richtig reinzumachen. Da gibt es so einen kleinen Trick, dann schreibt man einfach Pass rein und dann ist man quasi schon fertig. Das heißt, das ist jetzt eine vollständige Klassendefinition und ja, wir haben eine selbstständige Exception hier geschrieben. Hier kann natürlich jetzt noch irgendwelche Funktionen rein, da muss das Pass natürlich raus, irgendwelche Funktionen, die ihr dann aufrufen könnt, wie zum Beispiel ihr wollt eine Funktion haben, die euch sagt, was genau schief gelaufen ist, dann schreibt ihr hier ein paar Attribute rein und eine Funktion kennen wir ja jetzt mittlerweile alles. Aber wichtig ist, dass die von Exception erben muss, sonst könnt ihr sie nicht schmeißen. So, was bedeutet eine Exception schmeißen? Gut, also hier unten, wir sind jetzt außerhalb der Klasse, nur zum Sagen, können wir irgendwelche Sachen machen. Zum Beispiel try und dann irgendwelche Aufrufe hier rein. Sowas. Ups. So, und diese Aufrufe, in denen passiert jetzt Folgendes. Da kann sowas drinstehen wie race und dann die Klasse, also ex, Klammer, Klammer. Und das bedeutet, ihr werft eine Exception. Da ist das Try natürlich ein bisschen sinnfrei, weil ihr könnt es gar nicht probieren. In jedem Fall wird eine Exception geworfen. Aber falls es hier in einem If-Block drin steht, innerhalb von einer Funktion oder auch einfach nur so, also sagen wir, ihr habt eine Funktion def abc und habt dann hier drin if something bla bla else Race Exception. Und dann macht ihr hier X und fertig. So, und dann wird diese Exception nicht immer geworfen, sondern nur manchmal, nämlich wenn ihr hier nicht in diesen oberen If-Block reinkommt. Und genau für solche Fälle ist dieses Try da. Das heißt, ihr probiert was und wenn hier keine Exception auftritt, dann ist alles okay. Also ich schreibe dieses Race einfach mal hier hin. Das heißt, wir werden in jedem Fall eine Exception werfen. Ups, kein Doppelpunkt. So, aber mal angenommen, es wird nichts passieren, dann überspringt ihr einfach das Folgende. Also alles, was hier jetzt kommt, wird einfach übersprungen. Das heißt, ihr macht erst hier unten wieder weiter. Hier würdet ihr dann weitermachen. So, und jetzt haben wir hier Except und dann sagt ihr, okay, was für eine Exception haben wir denn hier jetzt geworfen? Okay, das heißt, wir sagen, wir haben wahrscheinlich eine Exception EX geworfen. Dann machen wir Folgendes, wir schreiben print exception detected. So, und jetzt können wir natürlich noch andere Exceptions hier fangen. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Zero Division Error. Ah, da haben wir ihn schon. Ich muss nur anfangen zu tippen, dann kommt er schon. Das ist ziemlich nett. Dann haben wir hier print durch 0 geteilt Welt explodiert. So, und jetzt kann man hier quasi rausfinden, was für ein Fehler geflogen ist und hier ihn auffangen, sagen, was passiert ist. Das, was hier oben passiert ist, hat halt nicht funktioniert. Weiter geht's hier unten. Also print weiter geht's. So, und
Es gibt noch einen letzten auf, also ihr könnt hier so viele Excepts machen, wie ihr wollt, so viele Exceptions unterscheiden, wie ihr wollt. Es gibt sogenannte Methoden wie ein Catch-all oder Gotta Catch-em-all, das kommt quasi von Pokémon. Ihr fangt einfach hier die Exception selber auf und sagt, okay, ich habe hier eine allgemeine Exception. Es ist schlechter Stil, wenn man das macht, aber manchmal möchte man einfach schauen, dass auch wirklich das Programm sicher durchläuft. Das heißt, man ist auf der sicheren Seite, wenn man fängt quasi alle Exceptions auf. Denn alle, die hier nicht gefangen werden, lassen das Programm abstürzen und die werden dann auf der Konsole ausgegeben. Ich bin kein Freund davon, logischerweise, aber manchmal braucht man es, wie gesagt. Aber schaut, dass ihr dann wenigstens obendran ein paar Exceptions gesondert behandelt. Also wie zum Beispiel hier unsere X, die passieren könnte, oder eine durch 0 geteilt Exception, die hier auftreten könnte, und dann erst fangt ihr alle anderen auf, wenn ihr quasi nicht mehr weiter wisst, okay, das Programm ist trotzdem abgestürzt. Und dann gibt es auch noch einen Else-Block. Hier schreibe ich einfach mal andere Exception. So, und dann gibt es einen Else-Block und der wird aufgerufen, wenn keine Exception irgendwie geflogen ist. Das heißt, wir können hier hinschreiben, keine Exception. So, gut, hier kann logischerweise alles drinstehen, also habe ich ja vorhin gesagt, in diesem Race Exception, das ist jetzt einfach bloß, wir schmeißen hier mit Absicht direkt eine Exception, sodass wir auf jeden Fall hier reinkommen. Aber hier kann ein Aufruf von einer Funktion stehen, hier kann 20.000 Zeilen langer Code stehen, was auch immer ihr da gerne habt. Genau, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das einfach mal an. Was passiert, wenn wir diese Exception schmeißen? So, dann sagen wir hier, Exception detected, das ist das obere, wenn wir eine EX, also unsere eigene Klasse für Exceptions finden, dann wird das ausgeführt und weiter geht's, wird trotzdem ausgeführt. Das heißt, egal ob ihr jetzt eine Exception geworfen habt oder nicht, wenn ihr sie aufgefangen habt, dann geht's weiter. Wenn ihr sie nicht aufgefangen habt, dann geht's nicht weiter, dann habt ihr verkackt und das ganze Programm stürzt ab. Gut, jetzt sagen wir mal hier, falsche Sprache. Ich sollte nicht immer alle Programmiersprachen durcheinander bringen. ABC gleich 5 durch 0. So. Wenn wir das jetzt machen, dann kriegen wir einen Zero Division Error. Aber wir haben ihn aufgefangen, deswegen alles gut. Hier schreiben wir einfach durch 0 geteilt, weiter geht's. Und Welt explodiert und dann kommen wir hier sogar weiter in den Block runter, wo es weitergeht. Achtung, die Variable ABC steht uns jetzt nicht zur Verfügung, weil wir sie ja nur hier zugewiesen haben. Das heißt, die ist außerhalb von dem Block nicht verfügbar. So, und wenn wir jetzt hier noch einen anderen Fehler haben, zum Beispiel Race, was gibt es denn noch Schönes? Zum Beispiel könnten wir hier sagen, wir bleiben bei unserem ABC gleich und dann sagen wir hier A plus B. So, jetzt haben wir ja A und B nicht definiert. Gut, was machen wir jetzt? Naja, wir schmeißen eine Exception. Und da wir hier gesagt haben, okay, wir fangen nur die X und die Zero Division Error direkt auf, fliegen wir direkt in diesen anderen Exception-Teil hier rein und fangen den trotzdem auf. Das heißt, wir haben trotzdem aufgefangen und unser Programm läuft weiter. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir hier so ein Traceback und ihr seht, wir kriegen hier auch dieses Print, weiter geht's nicht raus. Das heißt, unser Programm ist abgestürzt und hat nicht alles ausgegeben, was wir wollten. Ja. So, jetzt sagen wir hier mal ABC gleich 1 plus 1 und schauen, was passiert, wenn wir überhaupt keinen Fehler in diesem Teil da oben kriegen. Dann gehen wir hier in diesen Else-Block, wo keine Exception ausgeführt wird, wie wir sehen, also keine Exception geflogen ist, und gehen danach weiter in diesen anderen Teil mit dem Print, weiter geht's. Okay, so das Ganze habe ich jetzt gesagt, kann man auch für Methoden machen, das will ich euch auch noch kurz zeigen. Sagen wir einfach mal hier, ups, def foo. Print foo und dann können wir hier einfach schreiben race runtime error. Fertig. So, man kann die Klammern hier, soweit ich weiß, im neuen Python auch einfach weglassen. Und jetzt schreiben wir hier einfach mal foo hin und schauen, was passiert. Und ja, wir werden sehen, wir kriegen einen Runtime Error. Das Problem ist, also ja, wir kriegen den Runtime Error, nachdem wir foo ausgegeben haben. Das Problem ist, dass wir ihn jetzt nicht aufgefangen haben. Das heißt, wir schreiben hier jetzt noch ein Except für einen Runtime Error hin und printen uns das dann raus, sozusagen.
So. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann haben wir hier foo durch diese foo-Methode. Dann schreiben wir hier Runtime-Error, aber es ist uns scheißegal. Und gehen direkt hier unten in den weiteren Block und führen den kompletten Code einfach weiter aus. Das heißt, als wäre nichts passiert sozusagen. Das ist eure Absicherung, dass wenn eine Exception geflogen ist, dass ihr dann trotzdem noch den Code weiter ausführen könnt. Und das ist das Tolle dran. Ja. Es gibt auch noch folgende Möglichkeit, das kann man überall machen. Man schreibt hier nicht nur except runtime error hin, sondern man schreibt except runtime error und dann normalerweise as detail. Das heißt, ihr habt dann quasi eine Variable, die euch diesen runtime error bringt. Und ihr könnt dann hier diesen runtime error genauer in diesen Print reinpacken, indem wir hier einfach sagen, Komma und dann detail ausgeben. Das Ding ist, dass das jetzt relativ wenig Sinn macht, weil wir hier halt nichts Genaues gemacht haben. Aber dafür sind dann hier diese Exceptions hier oben wieder zuständig. Da kann man dann solche Sachen definieren. Aber im Großen und Ganzen solltet ihr sowieso schauen, dass ihr möglichst wenig Exceptions schmeißt. Aber ihr solltet auf jeden Fall, falls irgendwelche Funktionen von irgendwelchen anderen Leuten euch Exceptions um die Ohren hauen können, solltet ihr auf jeden Fall drauf gefasst sein und diese Accepts benutzen mit dem Try. Das heißt, euer Programm stürzt dann nicht komplett ab, sondern ihr habt danach auch noch eine Chance, dass es weiterläuft. Und dazu sind eigentlich hauptsächlich diese Accepts dran. Schaut, dass wenn ihr irgendwelche Variablen hier zuweist, also sagen wir mal, hier würde was zurückkommen, abc gleich foo. Und ja, dieses abc habt ihr hier oben dran schon definiert, sodass ihr es auch benutzen könnt, abc gleich 0. So, und dann wollt ihr hier was benutzen und das darf dann am Schluss nicht 0 sein. Vergesst nicht, dass ihr das dann hier auch noch in dem Else-Block bzw. in den anderen Accept-Blöcken zuweisen müsst, je nachdem, was ihr macht, weil diese Zuweisung nicht erfolgt, wenn es dann Fehler gibt. Okay, das wäre es auch schon wieder und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wahrscheinlich das letzte Grundlagenvideo. Mal gucken, ob ich noch was anderes finde. Falls ihr natürlich Themen habt oder sowas, schreibt mir einfach Kommentare oder PNs oder was auch immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.